Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video aus dem HoYoLab mit zwei neuen Gewinnaktionen. Einmal mit Fanzeichnungen für Kamisato Ayato, Säule der Stärke und Richter über Geheimnisse Sino. Endlich wieder zwei Aktionen zeitgleich, das heißt man kann sich aussuchen, an welcher man teilnimmt oder man nimmt einfach an beiden teil. Und das ist eine Aktion, die vor allem für Leute, die künstlerisch begabt sind. Und zwar muss man halt, wie gesagt, Fanzeichnungen anfertigen, die jeweilige Figur darstellen, beinhalten, wie auch immer. Also es soll das Hauptmotiv oder der Hauptgegenstand der Zeichnung soll die Figur sein. Also es muss auf jeden Fall viel damit zu tun haben. Darf auch gerne was anderes mit drauf sein, aber das soll auf jeden Fall Hauptgegenstand sein. Und ich erkläre es, oder wir gehen es jetzt einfach anhand von Kamisato Ayato durch, weil es sind genau die gleichen Regeln. Das Einzige, was sich ändern würde, wäre zum Beispiel, wenn man es auf Social Media postet, dass man halt Hashtag Kamisato Ayato benutzen muss und dass man Kamisato Ayato auch zeichnen muss, logischerweise. Aber ansonsten ist eigentlich immer alles gleiche. Die Regeln, die Bedingungen, die Fristen und so weiter ist genau gleich. Ich persönlich würde empfehlen, das Ganze hier rüber zu machen. Also nicht auf Social Media zu posten. Einfach nur, damit man, falls man nicht einen Hashtag vergisst oder falls man nicht irgendwas, ja, eine Kleinigkeit vergisst. Und schon könnte es sein, dass man dann quasi nicht dabei ist, obwohl man denkt, man ist dabei. Wenn man hier seinen Beitrag direkt über diese Schaltfläche also seine Fanzeichnung einreicht, dann ist man garantiert dabei. Ja, da kann man eigentlich wirklich nichts falsch machen. Deswegen ist das durchaus empfehlenswert. Und ja, die Beiträge müssen neue Originalwerke sein, die innerhalb des letzten Monats geschaffen worden sind und eine hohe Vollständigkeit vorweisen. Und es dürfen keine unfertigen Skizzen und auch keine Bildbearbeitungsprogrammen wie Photoshop zusammengefügte oder abgeänderte bereits vorhandene Materialien sein. Denn sonst wird man ausgeschlossen. Und außerdem muss man auch Bilder des Herstellungsprozesses einreichen, sodass man quasi nachweisen kann oder nachvollziehen kann, dass derjenige, der den Beitrag einreicht, auch tatsächlich der Urheber ist. Das bedeutet also, die erste Skizze, das bevor Farbe hinzugefügt wird oder wie auch immer man das Ganze macht, muss man halt einfach von den einzelnen Schritten, man macht das ja wahrscheinlich auch nicht innerhalb von einer Stunde am Stück oder so, ohne Pause, sondern dass man quasi von dem Zwischenstand immer mal wieder noch ein Foto oder ein Screenshot macht, damit man das eben nachvollziehen kann. Ja, erster Platz kriegt 3000 Urgesteine, 500 US-Dollar, zweiter Platz kriegt 1000 Urgesteine, gibt es insgesamt drei Gewinner mit 200 US-Dollar und der dritte Platz, den gibt es fünfmal, 500 Urgesteine und 100 US-Dollar. Bei Sino natürlich genau das gleiche, also im Endeffekt mal zwei, wenn ihr an beiden Aktionen teilnehmen würdet. Und dann gibt es noch 10 Glückspreise von Leuten, die einfach alle Bedingungen erfüllen, nur es nicht in die Top 8 geschafft haben, ne, Top 9 ist es sogar. Die können noch Fanartikel im Wert von 20 US-Dollar gewinnen, zum Beispiel ein Mauspad. So, in Regeln ist eigentlich relativ einfach. Bei jeder Aktion kann man nur einen Preis erhalten. Also sowohl bei Kamisato Ayato als auch bei Sino könnt ihr jeweils nur einmal gewinnen. Ihr könnt bei beiden Aktionen gewinnen, aber ihr könnt dann zum Beispiel nur bei Kamisato Ayato Erster werden und bei Sino Erster und nicht bei beiden Erster, Zweiter und Dritter oder so. Also ihr könnt immer nur ihr könnt mehrere Sachen einreichen, aber nur einen Preis gewinnen. Auf welchen Plattformen ihr das einreicht oder wie oft ihr das einreicht, ist egal. Also ihr könnt das quasi auf verschiedenen, mehreren Plattformen einreichen. Es wird trotzdem nur als eine Einreichung gewertet, beziehungsweise es wird nur einmal dafür belohnt, logischerweise. Es dürfen keine Urheberrechte verletzt werden, es dürfen hier keine Kopien gemacht werden und so weiter und so weiter, das ist ja eh klar. Und die unteren Punkte hier sind dann eigentlich nur noch, also ab Punkt 8 ist es eigentlich nur noch relevant, wenn ihr denn tatsächlich auch gewonnen habt. Und ja, wie gesagt, ist eigentlich ziemlich simpel. Basically, Fanzeichnung von Kamisato Ayato und oder Sino. Dann über diesen Button hier einreichen mit Bilder des Herstellungsprozesses und dann habt ihr es eigentlich schon. Also das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, die man beachten muss. Alles andere ist eigentlich, naja, bla bla, kann man fast sagen. Ich würde sehr gerne an so einer Aktion teilnehmen. Wenn es so weitergeht, muss ich echt mal einen Kunstkurs machen. Mit den ganzen Aktionen. Und wie viel man sich da verdienen kann, ist schon irgendwie crazy, muss man sagen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück. Wenn ihr persönlich künstlerisch begabt seid, würde ich euch definitiv empfehlen, an so einer Aktion teilzunehmen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Viel Glück und ciao, ciao.